Amosch! 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 Auf dem Land und Hühner halten, das hätten sie vor einem Jahr noch nicht gedacht. Damals lebten Alejo Fernandez und Daniela Herrera noch in Madrid. Im Sommer sind sie hierher gezogen, ins nordwestspanische Galicien, mitten aufs Land, 500 Kilometer von der Millionenmetropole entfernt. Das hat Vor- und Nachteile. Mir persönlich gibt das Landleben Dinge, die mir die Stadt einfach nicht bieten kann. Ich weiß nicht, das muss man erleben. Campo de Otero, 30 Einwohner. Ganz fremd war ihnen das Dörfchen nicht. Alejos Eltern haben hier ein Sommerhaus. Jetzt möbelt das junge Paar das alte Anwesen auf. Alejo ist Broker, muss nur noch selten nach Madrid, kann viel von zu Hause aus erledigen. Daniela ist Psychologin. Hier hat sie einen Job in einem Immobilienbüro gefunden. Der Corona-Lockdown hat alles geändert. Wir konnten uns nie vorstellen, einfach alles hinter uns zu lassen, um aufs Land zu ziehen, weit weg vom Schuss. Aber dann waren wir 3 Monate auf 20 Quadratmetern eingesperrt. Das will ich nicht nochmal erleben. Ich brauche die Natur, Ruhe. Deshalb sind wir hierher gekommen. Spaniens Dörfer haben junge Neubürger dringend nötig. Seit Jahrzehnten grassiert die Landflucht. Ganze Orte sterben aus. Besonders in Galicien. Die Corona-Pandemie bringe aber jetzt die Wende, sagen Experten. Pepe Rodil ist Immobilienmakler und auf verlassene Dörfer spezialisiert. Mit einem Ortskundigen besucht er einen Weiler, den er gerade verkauft hat. Aber nicht an eine Privatperson. Rio da Raseda gehört jetzt einem kanadischen Unternehmen. Inzwischen kommen Firmen und kaufen ganze Pakete. 3, 6, 7 Dörfer auf einen Schlag. Manche machen dann Ferienhäuser daraus, andere Wohnhäuser für Leute, die im Homeoffice arbeiten. Da ist vieles möglich. Tausende solcher Weiler stehen in Spanien zum Verkauf. In Acorada lebt seit 30 Jahren niemand mehr. Auch Gustavo Iglesias ist damals als junger Mann in die Stadt gezogen, auf der Suche nach Arbeit. Zusammen mit den anderen Eigentümern will er sein Dörfchen jetzt verkaufen. Es tut einfach weh, die Häuser so zu sehen, fast in Ruinen. Und es wäre schön, wenn sich wieder jemand darum kümmert, wenn wieder Leben reinkommt, auch wenn ich selbst nichts davon habe. Hier ist der 59-Jährige aufgewachsen. In dieser Küche hat er gegessen. Gustavo weiß, aufs Landleben muss man vorbereitet sein, auch wenn die Bedingungen inzwischen besser geworden sind. Wir mussten damals noch Lebensmittel mit dem Pferd herkarren, den Wein, alles. Es gab einfach keine andere Transportmöglichkeit. Heute ist der Ort gut zu erreichen. Und durch Corona sei die Wertschätzung der Dörfer gestiegen, sagt Gustavo. Trotzdem müsse mehr getan werden, um sie zu retten. Eine bessere Internetverbindung, Anreize für Interessenten. Wenn die Verwaltungen mehr tun würden, finanzielle Hilfen für den Wiederaufbau, dann würde das alles noch schneller wieder in Schwung kommen. Doch den Gemeinden fehlt das Geld, auch im Nachbarort Apontenova. Das müsse von der spanischen Regierung kommen, sagt der Bürgermeister. Schließlich sei das Problem der sterbenden Dörfer längst bekannt. Auch er setzt jetzt auf positive Nebenwirkungen der Corona-Krise. Bislang wurde immer nur geredet, aber nichts getan. Hoffen wir jetzt auf die europäischen Hilfen, die wegen der Pandemie kommen sollen. Vielleicht können Sie ja auch Projekte unterstützen, die diese Dörfer wieder aufleben lassen. Broker Alejo hat sein Schicksal selbst in die Hand genommen und sich um eine stabile Internetverbindung bemüht. Sein Arbeitgeber hat ihm zugesagt, dass er auch langfristig in seiner neuen Heimat im Homeoffice arbeiten darf. Ich will hier leben und sterben. Du weißt natürlich nie, was noch auf dich zukommt, also auch nicht, wo du mal landest. Aber grundsätzlich will ich bleiben und meine Freundin auch. Alejo und Daniela werden die Stadt wohl auch vermissen. Wenn die Sehnsucht zu groß wird, sagen sie,
flüchten sie eben für ein paar Tage nach Madrid. Aber aufs Landleben wollen sie nicht mehr verzichten.